Hallo und herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und wir werden uns heute ein spannendes Thema anschauen. In der Energetik, ich weiß ja, wenn du dich schon mal beschäftigt hast damit, dann hört man ja irrsinnig viel über Blockaden. Ich bin blockiert und da gehört eine Blockade gelöst und oder irgendein Chakra ist irgendwie blockiert und das ist oft ein bisschen vage. Und vielleicht hat man auch selber mal das Gefühl oder du hast selber das Gefühl, dass du mal wo feststeckst und das Gefühl hast, da steht etwas oder da staut Energie. Und heute wollen wir uns bei der heutigen Meditation genau mit dieser Blockadenlösung beschäftigen. Und zwar kannst du diese Meditation auf ganz vielen Ebenen anwenden. Das heißt, ich werde die Meditation heute sehr, sehr neutral halten und du kannst einfach vorher dir mal schauen, okay, auf welcher Ebene habe ich denn das Gefühl festzustecken? Und genau diese Ebene werden wir dann bearbeiten. Oder kannst du dann bei dir daheim bearbeiten. Das heißt, du schwingst dich direkt auf eine Ebene ein und kannst diese Übung zur Blockadenlösung einfach anwenden. Und das, denke ich, ist ein ganz sinnvolles Tool, wenn du das hast, weil du kannst das, egal ob das jetzt psychisch, ob das körperlich ist, ob das irgendwas Systemisches ist aus dem Familiensystem oder einfach im Energetischen das Gefühl hast, dass du eine Blockade hast. Du kannst also mit dieser Energie wirklich und mit der Energie, die wir während dieser Meditation aufbauen, wirklich konkret deine Blockaden so bearbeiten. Also wenn du möchtest, pausiere einfach das Video, mach dir mal so Gedanken drüber, okay, wo habe ich denn das Gefühl festzustecken oder wo habe ich vielleicht auch das Gefühl, mich zu verausgaben? Das ist ja auch eine Art Blockade. Das ist halt das Gegenteil, da läuft halt dann zu viel raus. Aber das ist eigentlich auch so eine Verstopfung im Energiefeld. Also auch wenn man sich wo verausgabt, kann man das genauso als Blockade sehen. Und mit dieser Energie, mit dieser Energielösung werden wir uns heute beschäftigen. Gut. Also zuerst nochmal, Blockade heißt einfach mal so im energetischen Sinne, dass irgendwo vielleicht ein Bereich nicht so aspektiert wird in deinem Leben. Dass du vielleicht das Gefühl hast, du bist auf einer partnerschaftlichen Ebene blockiert oder du bist darin blockiert, dich durchzusetzen. Du kennst vielleicht die Situation, wenn du vor einer Autoritätsperson stehst wie deinem Chef und auf einmal hast du das Gefühl, kein Wort mehr rauszubekommen. Oder du hast das Gefühl, du wirst übersehen und kannst dich da nicht äußern. Das ist oftmals so ein Anzeichen, dass da irgendwo so im Energiefeld einfach was feststeckt oder steht. Und wie gesagt, heute werden wir uns das mal anschauen. Gut. Dann starten wir direkt mit der Übung, mit der Meditation. Schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und tief wieder aus und nochmal tief ein und tief wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und ruhiger. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper entspannt sich und du erlaubst dir, ganz bewusst aus allen Anspannungen und allen stressigen Situationen deines Alltagsbewusstseins auszusteigen. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und gib dir einfach mal alle Zeit der Welt.
Ich habe jetzt alle Zeit der Welt. Es gibt keinen Termin. Es gibt nichts für mich zu erledigen, zu erreichen, anzuschauen, zu kontrollieren. Ich habe heute frei und habe alle Zeit der Welt. Und genau mit dieser Einstellung erlaube dir, dass du mehr und mehr zur Ruhe findest. Es gibt jetzt gar nichts für dich zu tun. Und du kannst dich immer mehr und immer weiter in diesen Augenblick hinein entspannen. Und jetzt stell dir mal vor, dass du die optimale Temperatur um dich herum erzeugst, die du brauchst. Die optimale Wärme oder Kälte. Ganz egal, brauchst du es etwas wärmer oder brauchst du es etwas kühler in deinem Umfeld? Brauchst du es wärmer oder kühler, dass du dich wohlfühlst? Die Umgebungstemperatur geht jetzt genau auf dieses Niveau, dass du optimal in Fluss kommen kannst. Die Umgebungstemperatur geht genau auf das Niveau, dass du optimal in Fluss kommen kannst. Und nun spürst du schon, dass um dich herum die optimale Temperatur herrscht. Und jetzt beginnen Farben in dich einzufließen. Und diese Farben sind heilsame Frequenzen, die genau die Blockaden lösen, in dir und um dich herum, die du jetzt loswerden möchtest. Es fließt ganz viel Goldorange in dich ein, ganz viel Pastellfarben, Rosarot. Und all die Farben, die du benötigst, damit sich jegliche Blockade in deinem Körper oder auch in deinen Denkmustern und natürlich auch deinen Emotionen löst. Du spürst jetzt, dass du immer weicher und ruhiger und entspannter wirst. Und du kannst dir vorstellen, so als ob in deinem Inneren aufgeräumt werden würde. So als ob in deinem Inneren
etwas sauberer und gereinigter wird. Wie als würde in deinem Inneren abgestaubt werden. Und du spürst jetzt, dass ein ganz tiefes Vertrauen durch dich hindurchfließt. Und du kannst wahrnehmen, wie jeder Aspekt deines Daseins freier und leichter wird, der sich vorhin noch verspannt angefühlt hat. Du lässt sämtliche Enttäuschungen aus deinem Energiefeld abfließen, sämtliche Emotionen, die du nicht mehr benötigst, und auch sämtliche Vorstellungen und vielleicht auch Pseudoziele, die dich von deinem wahren Weg, deinem wahren Wesen abbringen würden. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie sämtliche sentimentalen Muster all das verlässt jetzt dein System. Und in dieser Frequenz und in dieser Schwingung manifestiert sich jetzt Erlösung, Erlösung und Lösung. Und du spürst, wie in dir etwas erwacht, wie du in dir klarer und munterer wirst, wie Lebensenergie zu fließen beginnt, unendliche, goldene Lebenskraft und Lebensenergie. Sehr gut. Und in diesem nächsten Schritt löst sich alles Vergangene und du spürst, dass du in dir klarer wirst, freier wirst, belebter wirst und mehr entspannen kannst. Atme mal tief ein
Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie sich in diesen optimalen Raum, in diese optimale Raumtemperatur auch immer mehr dein Körper entspannt und auch dein Energiefeld. Alles beginnt zu strahlen, sich zu öffnen, weicher zu werden. Und du spürst, dass du absolut im höchsten göttlichen Licht stehst und alles, was diesem Licht widerspricht, alles, was dich verkrampft hat, jetzt loslässt. Und durch dieses Loslassen deiner kleinen Gedanken, deiner kleinen Ängste und Sorgen, kann nun dieses göttliche Licht ganz in dich einfließen und du spürst, wie du klarer und geerdeter bist, wie immer mehr Struktur in dich einfließt, wie du dich selber aufrichtest. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun, in alle Fasern deines Daseins Heilung und Lösung von Blockaden einfließen zu lassen. Und das geht ganz selbstverständlich und fließt über deinen Rücken in dich ein, über deine Handflächen, fließt überall in dich ein. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie sich dieser innere Druck, Anspannung, wie sich all das löst und du klarer, friedlicher und freier wirst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt diese Gnade, einfach einmal ganz in dir selbst zu sein, auf allen Ebenen wahrzunehmen. Sehr schön, diese Energie fließt jetzt durch dich hindurch und du spürst, dass du freier wirst. Und es ist fast so, als würde vor dir ein Tor, ein Licht aufgehen. Und du spürst, dass du alle Einschränkungen, Verkettungen hinter dir lässt. Es bleibt alles hinter dir. Und du gehst jetzt diesen Weg voller Leichtigkeit und Freude und spürst, dass du diese Blockade, diese Blockierungen hinter dir lässt. Du spürst, wie dein Herz freier wird,
wie dein Verstand klarer wird, wie mehr Lebensfreude und Lebenslust durch dich hindurchfließt. Und du kannst jetzt all das ganz entspannt in die Erde fließen lassen. Denn du weißt, dass diese Freiheit, Klarheit und Inspiration unendlich nachfließen kann. Du brauchst nichts zu halten, alles fließt durch dich durch und ist immer zur Genüge vorhanden. Und in diesem Augenblick tauchst du jetzt ganz in dein inneres Licht ein, in dein inneres Bewusstsein und du spürst, dass du die Heilung und Blockadenlösung verinnerlicht hast. Und du kannst dieses blockadenlösende Licht, dieses blockadenlösende Bewusstsein auf jede Ebene deines Daseins bringen. Atme nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt nochmal diese Freiheit zu spüren. Und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich mal durch. Bedanke dich bei der geistigen Welt. Und spüre, dass du friedlicher, klarer und freier geworden bist. Und mach dir bewusst, dass du auf allen Ebenen im Fluss bist. Wenn du dich klar wieder spüren kannst, deinen Körper wieder gut wahrnehmen kannst, dann atme noch einmal tief ein und tief wieder aus. Und erlaube dir jetzt genau in deinem Tempo, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Und wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen, lass dir noch etwas Zeit, spür den Fluss der Energie und mach dir bewusst, dass du gerade ganz intensiv an dir energetisch gearbeitet hast. Und du kannst natürlich diese Übung, diese Meditation wiederholen, wenn du das möchtest. Aber das ist so ein ganz gutes Tool, das du jetzt bei dir daheim anwenden kannst, einfach um Blockaden zu lösen. Wie gesagt, egal auf welcher Ebene, mach dir vorher einfach mal so das Thema bewusst, dann machst du die Meditation wieder und dann wirst du schauen und beobachten können, was sich daran verändert. Ich wünsche dir jetzt mal eine gute Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Immer mittwochs und freitags gibt es neue Videos auf dem Kanal. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch oder ein Abo. Und wenn du irgendein Thema hast, wozu du vielleicht mal eine Meditation möchtest, dann schreib das einfach unten in die Kommentare und ich bereite natürlich gerne etwas vor. Bis dahin, vergiss nicht, Ereni bringt Energie. Alles Gute, dein Oliver Ereni.